helle, gefüllte Nusstaschen. Diese knusprigen, butterigen Täschchen sind mit Nüssen und Pesto gefüllt, eine interessante Abwechslung zum herkömmlichen Sonntagsessen. Nährwertangaben: Kalorien 1100, Zucker 9 Gramm, Eiweiß 29 Gramm, Fett 80 Gramm, Kohlehydrate 73 Gramm, gesättigte Fettsäuren 15 Gramm, Catch 15 Minuten 0,25 Minuten, 4 Portionen. Zutaten: 40 Gramm durch 3 Esslöffel Butter oder Margarine, 1 große fein gehackte Zwiebel, 275 Gramm gemischte fein gehackte helle Nüsse, zum Beispiel Pinienkerne, ungesalzene Cashewkerne, abgezogene Mandeln, ungesalzene Erdnüsse, 90 Gramm frische weiße Brotbrösel, 1,5 Teelöffel gemahlene Muskatblüte, 1 verschlagenes Ei, 1 Eigelb, 3 Esslöffel Pesto, 2 Esslöffel gehacktes Basilikum, 125 Gramm zerlassene Butter oder Margarine, 16 Strudelblätter, Salz und Pfeffer, Basilikumzweige zum Garnieren, zum Servieren Preiselbeeren, gedämpftes Gemüse, Butter oder Margarine in eine Pfanne schmelzen und Zwiebel leicht 2 bis 3 Minuten anschwitzen, bis sie weich, aber nicht braun ist. Vom Herd nehmen und Nüsse, 2 Drittel der Brotbrösel, die Muskatblüte und das verschlagene Ei einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken, beiseite stellen, restliche Brotbrösel in eine Schüssel geben und Eigelb, Pesto, Basilikum und 1 Esslöffel zerlassene Butter einrühren, gut vermischen, 4 ein Strudelblatt mit zerlassene Butter oder Margarine bestreichen, einmal falten und nochmal bestreichen. Mit dem zweiten Blatt wiederholen und das zweite Blatt so auf das erste Blatt legen, dass ein Kreuz entsteht. Ein Achtel der Nussmischung in die Teigmitte geben. Darauf ein Achtel der Pesto-Mischung legen. Durch Einfalten der mit Butter oder Margarine bestrichenen Ränder ein Päckchen formen. Mit Butter oder Margarine bestreichen und auf ein Backblech legen. Auf diese Weise 8 Päckchen herstellen und mit der restlichen Butter oder Margarine bestreichen. Im vorgeheizten Ofen bei 220-Gas 1, eine Stufe 7, 15 bis 20 Minuten backen, bis sie golden sind. Auf Servierteller geben, mit Basilikumzweigen garnieren und mit Preiselbeeren und gedämpftem Gemüse servieren.